muss mal gerade raus in die frische Luft. Geh ruhig nach. Mann, wo haben Sie das denn gefunden? Danke. Genau da, im Tresor, neben der aufgebrochenen Kassette. Das kann nicht sein. Ich habe doch selbst gesehen, wie leicht Ihr Verschluss des Armbandes aufgeht. Und wenn man da nur Augen für das Geld hat? 50.000 müsste es dann schon sein, oder? Sie haben ja einen Vogel. Ich habe was viel Besseres. Ich habe einen Beweis. Ah, interessant. Und wofür? Dass Sie den Tresor ausgeräumt haben. Sie haben wohl noch zu viel Restalkohol im Blut, was? Ich war noch nie so nüchtern. Also was machen Sie jetzt mit Ihrem kleinen Ausrutscher? Sie haben schon mal bessere Witze erzählt. Aber 50.000 Euro sind doch kein Witz. Dafür würde ich doch nie meinen Job aufs Spiel setzen. Natürlich nicht. Ich würde Ihnen gern was zeigen. Ein andermal. Ich habe zu tun. Ein kleines Filmchen mit Ihnen in der Hauptrolle. Aber bitte schön, wenn es Sie nicht interessiert, der findet schon sein Publikum. Na gut, wenn es Sie unbedingt glücklich macht. Das macht mich sehr glücklich. Los. Wie können Sie mir das zutrauen? Ich arbeite schon so lange für Sie. Ja, das habe ich auch gedacht, als ich Ihr Armband im Tresor gefunden habe. Ich weiß nicht, wie mein Armband in den Tresor gekommen ist. Wirklich nicht. Als ich die Einnahmen deponiert habe, lag es noch nicht da. Alfons Sollenbichler ist mein Zeuge, also... Herr Seifert, ich schwöre, ich habe das Geld nicht gestohlen. Ich muss das Armband auf dem Fest verloren haben. Und wie ist es dann in den Tresor gekommen? Ja, vielleicht hat es jemand gefunden und in den Tresor gelegt. Das ist doch Unsinn. Nein, Frau Tarasch, so leid es mir tut. Aber Ihr Armband ist ein eindeutiges Indiz. Sie müssen es verloren haben, als Sie das Geld aus der Kassette genommen haben. Unbedingt bei Ihnen entschuldigen. Ich war so zickig wegen der Wohnung. Tut mir leid. Dieses Miststück. Wie bitte? Ich weiß, wer das Geld gestohlen hat. Fiona Marquardt. Glauben Sie wirklich, dass Sie so Ihren Kopf aus der Schlinge ziehen können? Herr Seifert, gestern Abend, da hat sie mich umarmt. Das hat sie noch nie gemacht. Und danach war mein Armband weg. Außer uns beiden ist sie die Einzige, die die Zahlenkombination kennt. Aber weder ist sie eine Trickdiebin noch hat sie ein Motiv. Aber ich doch auch nicht. Ja, was ist mit Simon? Was soll mit ihm sein? Wäre es nicht möglich, dass Sie Ihrem Freund helfen wollten? Simon schuldet dem Bürgermeister einen Haufen Geld. Sie haben ihm doch einen Kredit versprochen. Ja, aber einen Kredit muss man zurückzahlen. Aber mit dem geklauten Geld wäre seine Schulden auf einmal los. Ja, und er wäre als Dieb enttarnt. Das macht doch alles keinen Sinn. Wer sagt denn, dass liebende Frauen immer Dinge tun, die Sinn machen? Sehr intelligent, die Frau Geschäftsführerin. Sparen Sie sich Ihre Kommentare. Aber für die ganz große Nummer fehlt Ihnen noch ein bisschen das Format. Und wie finden Sie sich? Ja, okay. Jetzt haben Sie gesehen, dass ich das Geld genommen habe. Und dank Ihrer Unterstützung ist ja auch eine ordentliche Summe zusammengekommen. Ja, je besser die Küche, desto größer die Spenden. Das war schon immer so. Ach, verschonen Sie mich mit Ihren Weisheiten. Kommen Sie doch runter von Ihrem Honor. Sie müssen mir dankbar sein. Ich mache Ihnen einen Fernvorschlag. Wir teilen die 50.000. Warum sollte ich das tun? Weil der Herr Direktor dieses kleine Filmchen vielleicht sehr spannend finden würde. Nur zu, wenn Sie meinen. Sie scheint sich ja sehr sicher zu sein. Ich frage mich nur, wie Sie Ihrem Bruder erklären wollen, warum Ihre Kamera auf seinen Tresor ausgerichtet war. Weil Sie das Geld selber wollten. Dumm gelaufen, ne? Schönen Tag noch. Das ist ein unglaubliches Luder. Es war so ein schöner Abend. Meine Bedenken waren ganz umsonst. Vater war richtig nett. Ja, zuvorkommend.
Ich kann mir kaum noch vorstellen, dass er mich zwangsverheiraten wollte. Schade, dass Mama nicht da war und das sehen konnte. Hast du mal einen Augenblick? Klar. Brauchst du einen Termin? Nee, danke. Zurzeit bin ich Gott sei Dank beschwerdefrei. Ich hab gestern sogar mit deiner Mutter getanzt. Schuhplattler? Walzer. Ich habe gestern Abend auch sehr viel getanzt. Der Abend hat dir scheinbar gefallen. Sehr sogar. Und was ist mit deinem... mit deinem Vater? Du, der war wie ausgewechselt. Nett, zuvorkommend, rücksichtsvoll. Ja. Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Johann, mach dir nicht zu viele Sorgen. Ich glaube, mein Vater hat wirklich aus seinen Fehlern gelernt. Und was ist, wenn er erfährt, wie du an deinen neuen Nachnamen gekommen bist? Er wird uns schon nicht schaden. Mama nicht und mir auch nicht. Ja, ich hoffe das Beste. Hat da jemand letzte Nacht etwa zu wenig Schlaf abbekommen? Was, wieso? Nein, ich... Ach, ich habe gerade nur drüber nachgedacht, ob ich dir heute schon gesagt habe, dass ich deine Marmeladenküsse liebe. Ey, Vorsicht! Oh, komm, ich bin süchtig nach der Marmelade. Morgen! Lasst euch nicht stören. Guten Morgen. Morgen. Ich würde ja gern mit euch frühstücken, aber ich muss sofort in den Fürstenhof. Tschüss. Tschüss. Habe ich irgendwas verpasst? Marc vertritt den Barkeeper, der ist krank. Und deshalb musst du gleich übernachten? Nein, das ist wegen der Zwick. Ach, wegen der Zwick? Ja, Frau Zwick, die Landrätin, hat Marc aus der Scheune geworfen. Und da habe ich ihm angeboten, dass er hier übernachten kann. Übergangsweise. Mhm. Bist du mir jetzt böse? Ja, ich bin dir total böse. Ich bin so böse, wie man es nur sein kann. Okay, und was kann ich dagegen tun? Ich wüsste schon was. Und was ist mit Marc? Ist eigentlich ganz nett. Aber nur übergangsweise. Natürlich, nur übergangsweise. Zimmerservice. Danke, dass du dich um meinen Anzug kümmerst. Das gehört zum Service. Schade, dass du gestern nicht gekommen bist. Du hättest an mir sehen sollen. Unsere Tochter war die schönste Frau auf dem Bankett, aber du hättest die Königin des Abends sein können. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Danke für deine Mühe, aber das Zimmer ist sauber. Okay, wenn du meinst. Ich würde dir gerne von Antwerpen erzählen und wie hoch der Diamant geschätzt wurde. Mich interessiert nur, wann wir uns scheiden lassen. Wenn wir über unsere Scheidung sprechen wollen, dann bitte in einem vernünftigen Rahmen. Und was ist für dich ein vernünftiger Rahmen? Dass wir zusammen Mittag essen. Das Restaurant hat eine hervorragende Küche. Und wir können zusammen darüber reden. Es wird nicht gerne gesehen, wenn das Personal mit Gästen im Restaurant speist. Wir sind verheiratet. Nicht mehr lange. Wenn wir das Essen auf mein Zimmer bringen lassen, lass uns in Ruhe reden. Was hältst du davon? Er hat mir einfach nicht geglaubt.
Bisher konnte er dir doch auch immer vertrauen. Oh, wenn nur mein blödes Armband nicht im Tresor gelegen hätte. Ja. Also wirklich, ich frag mich echt, wer das da reingelegt haben könnte. Jawohl, Fiona Marquardt natürlich, da bin ich mir sicher. Ich kann es nur nicht beweisen. Aber warum? Also, was wäre ihr Motiv? Hm? Sie will meinen Job, sie will dich. Ja, gut, zuzutrauen wäre es ihr, aber... Was aber? Fiona ist dafür zu clever. Auf so eine riskante Nummer wird sie sich nicht einlassen. Aber Simon, du warst doch dabei, als sie mir das Armband gestohlen hat. Na, also Moment, wir haben es beide nicht gesehen, es war plötzlich weg. Hm? Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Auf deiner natürlich. Und selbst wenn du es getan hättest... Sag mal, spinnst du? Ich hab das Geld nicht geklaut. Warum sollte ich? Ich weiß nicht, vielleicht um mir zu helfen. Ich fass es nicht. Jetzt sei doch nicht beleidigt. Nicht mal du glaubst mir. Das war lediglich ein Gedanke. Ein ziemlich mieser Gedanke. Du hältst mich für eine Diebe. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Aber gemeint. Du willst mich falsch verstehen, oder? Ich will, dass du mir glaubst, Simon. Das tue ich doch, aber als ich den Unfall mit Pachmeier hatte... Das kann man überhaupt nicht vergleichen miteinander. Und warum nicht? Wenn du das selber nicht weißt, brauchen wir gar nicht weiterreden. Das ist doch wohl ein ziemlich eindeutiges Indiz. Finden Sie nicht auch? Und dieses Armband gehört der Frau Tarasch. Ja, aber sie leugnet die Tat, und zwar hartnäckig. Aha. Und wie soll es jetzt weitergehen? Wenn ich das wüsste, hätte ich sie nicht kommen lassen. Soll ich die Polizei verständigen? Alfons, bloß nicht die Polizei. Dann haben wir auch gleich die Presse auf dem Hals. Ich sehe schon die Schlagzeile. Diebstahl im Fürstenhof. Hotel Tresor als Selbstbedienungsladen. Für unser Renommee wäre das natürlich nicht so gut. Wir müssen den Täter selbst stellen. Da werden sie aber mit ihren absurden Verdächtigungen nicht weit kommen. Was heißt denn hier absurd? Naja, also, Frau Tarasch als Diebin, da sind sie doch gewaltig auf dem Holzweg. Was macht sie da so sicher? Frau Tarasch ist eine äußerst loyale Person und eine engagierte Geschäftsführerin. Als damals ihr Bruder spielsüchtig war, da hat sie sich alles andere als korrekt verhalten. Sie können das natürlich sehen, wie Sie wollen. Ich jedenfalls lege meine Hand für Sie ins Feuer. Und, wer soll es sonst gewesen sein? Nachdem der Tresor nicht gewaltsam geöffnet wurde und außer der Frau Tarasch nur Frau Marquardt und Sie den aktuellen Code kennen? Sie nehmen doch wohl nicht an, dass ich mich selbst bestehle. Nein, Sie natürlich nicht. Ich denke da eher an die Frau Marquardt. Sie ist zwar noch keine von Heidenberg, aber sie ist auf dem besten Weg dahin. Sie hat hier schon einige Intrigen gesponnen. Sie denken da an das Weinseminar, als sie das Datum manipuliert hatte. Zum Beispiel. Und das Personal hat auch nicht viel zu lachen unter ihr. Der Frau Obote hat sie sogar das Gehalt gekürzt. Alfons, das beweist doch alles gar nichts. Natürlich nicht. Aber Sie sollten genau überlegen, wen Sie verdächtigen. Max, wo ist der Sonnenbichler? Der ist beim Chef oben. Gut, dann geben Sie ihm das bitte, wenn er wieder da ist. Alles klar. Guten Morgen, Frau Tarasch. Na, wie geht's der erfolgreichen Geschäftsführerin? Was soll das? Ich will Ihnen nur meine Anerkennung aussprechen. Der gestrige Abend war perfekt. Sparen Sie sich Ihren Zynismus. Wieso? Ich meine das völlig ernst. Ja, sicher. Die Musik, das Essen. Ich habe nur Lob von den Gästen gehört. Und Ihr Kleid war schick. Also ich war fast ein bisschen eifersüchtig auf Sie. Eifersüchtig auf mein Kleid? Oder mein verloren gegangenes Armband? Welches Armband? Raten Sie mal, wo es gefunden wurde. Im Tresor. Und jetzt werde ich beschuldigt. Also, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Sie wissen ganz genau, wovon ich rede. Sie haben die Einnahmen des Wohltätigkeitsbanketts gestohlen. Die Einnahmen sind weg? Ja. Und jetzt wollen Sie es mir in die Schuhe schieben. Deswegen haben Sie mein Armband im Tresor deponiert. Wie können Sie denn sowas behaupten? Das ist keine Behauptung, Frau Marquardt. Und eins sage ich Ihnen. Damit kommen Sie diesmal nicht durch. Es tut mir leid, Frau Tarasch, aber... Oh, Entschuldigung. Marquardt? Ja, Herr Seifeld. Ja, natürlich. Ja, ich komme sofort. Gut. Ich würde gerne auf Ihre Anschuldigung noch eingehen, aber das war Herr Seifeld, er muss mich dringend sprechen. Ich glaube, der sucht schon eine Nachfolgerin für Sie. Da braucht er natürlich meine Hilfe. Schönen Tag noch.
Ich glaube, der alte Seifeld tickt nicht richtig. Willst du auch einen? Ja, gern. Viktoria Tarasch zu verdächtigen. Ja, ich habe ihm gesagt, dass die Marquardt viel eher in Frage käme. Und? Hast du ihn überzeugen können? Schwer zu sagen. Weißt du, bei Frauen wie der Marquardt, da hat er doch Tomaten auf den Augen. Naja, vielleicht hat er ja nach der Heidenberg ein bisschen was dazugelernt. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Außerdem nimmt bekanntlich die Lernfähigkeit bei Männern im Alter rapide ab. Puh, aber wirklich nicht nur bei Männern, gell? Nein, du, aber ernsthaft, was meinst du? Die Marquardt könnte es doch gewesen sein, oder? Ich weiß nicht. Also 50.000 Euro ist natürlich ein Batzen Geld. Aber dafür seinen Job als Geschäftsführerin zu riskieren, du, da müsstest du ganz schön dumm sein. Ja, und dumm ist die ganz bestimmt nicht. Das sieht eher nach jemandem aus, der nichts zu verlieren hat. Vielleicht jemand, der gerade angefangen hat. Der Ben. Du, sowas möchte man ja gar nicht denken. Aber wie der mit den Spendengeldern von seinem Onkel umgegangen ist? Nein. Woher soll denn der die Kombination vom Tresor wissen? Naja, das ist ja nur ganz einfach. Da musst du nur zur richtigen Zeit im Büro sein und musst die Augen aufmachen. Also ich kann mir es trotzdem nicht vorstellen. Was können Sie sich nicht vorstellen, Herr Sonnwichler? Nix. Ist was? Wo haben Sie denn die her? Die CDs. Die habe ich gekauft. Wann? Wieso fragen Sie? Wir haben unsere Gründe, also bitte. Heute Morgen vor der Arbeit von dem Typen, der mir einen fairen Preis gemacht hat. Und jetzt zeige ich die Scheiben einem Kollegen. War's das? Man weiß halt nicht, ob man ihnen glauben kann. Was denkst denn du? Ich würde schon gern, aber... Kann ich mich auf Ihre Diskretion verlassen? Selbstverständlich. Ja, die Situation ist heikel genug. Wie es aussieht, ist der Dieb wahrscheinlich ein Mitarbeiter des Hotels. Das wäre sicher eine große Enttäuschung für Sie. Ich möchte die ganze Angelegenheit möglichst diskret über die Bühne bringen. Was aber nicht heißt, dass ich auf die Einnahmen verzichte. Natürlich nicht. Das Geld muss her. Koste es, was es wolle. Frau Marquardt, ich könnte da eine gewisse Milde walten lassen. Das wäre sehr großzügig von mir. Wir alle machen mal Fehler und ich bin der Letzte, der den Stab darüber bricht. Ich könnte aber auch die Polizei einschalten. Aber Sie wollen doch kein öffentliches Aufsehen. Entweder der Dieb meldet sich freiwillig. Oder die Spurensicherung nimmt Fingerabdrücke und Faserproben. Dann haben wir den Dieb in 0, nichts. Also. Ja, haben Sie mir was zu sagen? Es ist nicht immer die beste Variante, die Polizei einzuschalten. Das ist meine Entscheidung. Stellen Sie sich mal vor, man würde Frau Tarasch überführen. Was für ein Skandal. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht riskieren. Das weiß ich selbst. Ich möchte nur Schaden vom Hotel abwenden. Ach, wirklich? Ich kann natürlich nicht für Frau Tarasch garantieren, aber was mich angeht, mit meiner Loyalität können Sie immer rechnen. Freut mich zu hören. Also, dann halten Sie bitte die Augen offen. Wenn Sie etwas herausfinden, dann geben Sie mir Bescheid. Gerne, Herr Seifeld. Ganz viel Sie wünschen. Machen wir heute zusammen Mittagspause? Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe. Mein Terminplan ist ziemlich voll.
Und was ist, wenn ich mich beim Kartoffelschälen schneide? Dann bin ich im Notfall, da musst du mich dazwischen nehmen. Versteh dich. Ich sag's dir. Also dann, ich muss wieder rein. Bis dann. Hallo nochmal. Schon wieder fertig. Na, um diese Uhrzeit trinken zum Glück nicht so viele Menschen Cocktails. Ich wollte sowieso noch mit Ihnen reden. Es stört Sie bestimmt, dass ich bei Leonie wohne. Ich suche mir baldmöglichst eine andere Bleibe. Nur keine Eile. Ich meine, wenn das für Leonie okay ist. Dann ist das für Sie auch okay? Ja. Im Ernst? Sie haben gar kein Problem damit? So viel Gelassenheit hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ich mir auch nicht. Aber ich denke, wir beide haben uns genug gestritten. Finde ich ja auch. Dein Blumenschmuck ist gestern Abend gelobt worden. Komm, geh auf die Seite, ich muss die Rosen hier einpacken. Hoppla, freut dich das gar nicht. Weißt du was, ich pfeife auf das Lob von diesen Heinis. Danke. Wir können doch nicht mal eine Gerbera von einer Sonnenblume unterscheiden. Das war ein gelungener Abend. Ja. Samir scheint der Abend aufgefallen zu haben. Hast du zufällig gesehen, wie der Obote sich hier gegenüber verhalten hat? Nein, leider nicht, ich hatte zu viel zu tun. Ich sag dir eines, ich werde noch rausfinden, ob diese Vaterliebe echt ist oder nicht. Danke, Herr Rute. Ich habe einen speziellen Auftrag für Sie. So? Was soll es denn diesmal sein? Einen schönen Strauß für eine schöne Dame, aber bitte, diesmal ohne abgeschnittene Stiele. Ist die Dame noch etwas jünger oder schon etwas reifer? Sie ist die Jugend in Person und ich hoffe, dass Sie mich dieses Mal nicht enttäuschen. Ich bekomme heute Nachmittag eine Lieferung. Ich stelle Ihnen dann was Entsprechendes zusammen. Würden Sie die Blumen dann auf mein Zimmer bringen? Danke. Eine Sekunde lang habe ich gedacht, du gehst in meine Gurgel. Wenn die Blumen nicht für Samir gewesen wären, dann hätte ich dir meine eingeschenkt. Hier, komm. Nimm das für die Kaffeekasse. Ich mag das Geld von dem Kerl nicht. Ich geb's den Kellner. Ben, warte mal. Ich muss mit dir reden. Was ist denn? Mit welchem Geld hast du die CDs bezahlt? Wie, mit welchem Geld? Also komm, machen wir's kurz. Hast du irgendwas mit diesem Diebstahl zu tun? Mit welchem Diebstahl? Es soll jetzt wohl ein Scherz sein, oder? Ben! Ich will dir doch nur helfen. In Ordnung, aber dann sagen Sie mir doch einfach, wovon Sie reden. Es geht um die gesamten Einnahmen und die Spenden von dem Wohltätigkeitsbankett, die aus dem Hoteltresor geklaut worden sind. Wie, das soll jetzt ich gewesen sein, oder was? Früher oder später, Ben, kommt es doch sowieso raus. Und wenn du es mir jetzt gestehst, dann kann ich dir noch helfen. Es ist noch nicht zu spät. Gar nichts gestehe ich. Ich kenne doch noch nicht mal die Kombination von diesem blöden Tresor. Ja, das ist ja nun schließlich nicht das Problem. Moment. Also, der wird jeden Tag ein paar Mal aufgemacht und wenn du da reingehst mit einem Botengang und ein paar Stielaugen machst, dann hast du es doch. Wenn Sie das so genau wissen, Frau Sonnenwicher, dann können Sie es ja auch gewesen sein. Ja, das ist ja wohl ein starkes Stück. Das finde ich auch. Der Gast wartet auf sein Gepäck. Dankeschön. Alfons, ist meine Post schon da? Nein, leider nicht, Herr Direktor. Gibt's was Neues? Also mit der Marquardt habe ich gesprochen. Und? Was ist? Ja, entweder ist sie raffiniert wie ein Profi oder sie ist tatsächlich unschuldig. Warum? Was sagt sie denn? Ja, sie hat mir ihre Loyalität versichert, aber das habe ich ja nicht ganz abgenommen. Wollen Sie vielleicht doch die Polizei einschalten? Ja, bloß nicht, Alfons. Der öffentliche Skandal schadet dem Ansehen des Fürstenhofs. Na ja, natürlich. Aber die Frau Landrit.
Die Frau Landrätin und der Verein, dem die Spenden zugutekommen sollen, die werden wohl kaum auf das Geld verzichten. Da zahle ich lieber erstmal aus eigener Tasche, bevor wir unseren guten Ruf verlieren. Hm. Sie wollen also den Dieb nach wie vor selber stellen? Das wäre mir natürlich das Liebste. Vielleicht muss man ja den Kreis der Verdächtigen ein bisschen erweitern. Haben Sie jemanden bestimmten im Auge? Nein, nein, das nicht. Aber im Büro ist ein ständiges Kommen und Gehen. Wer weiß, wer sich da die Kombination vom Tresor beschafft haben könnte. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber das macht die Sache ja noch komplizierter. Ja. Na, vielleicht verrät sich unser Dieb ja von selber. Irgendwie. Ja, das wäre natürlich das Schönste, aber darauf brauchen wir wohl kaum zu bauen. Anfangs, wir müssen die Augen offen halten. Und beim geringsten Hinweis geben Sie mir sofort Bescheid, ja? Selbstverständlich. Morgen dachte ich noch, ich werde mit Lob überschüttet. Und jetzt? Das ist der reinste Albtraum. Mach dir keine Sorgen. Es wird sich schnell rausstellen, dass du unschuldig bist. Ja, und was ist, wenn nicht? Ach, ein Armband allein ist doch kein Beweis. Felix, das weiß ich selbst. Ich will einfach nur nicht, dass jeder denkt, ich wäre eine Diebin. Jeder, der dich kennt, weiß, dass das absurd ist. Nicht einmal Simon ist von meiner Unschuld überzeugt. Tatsächlich? Ja, er hält es für möglich, dass ich für ihn das Geld gestohlen habe, damit er bei Pachmeier die Schulden zahlen kann. Aber das meint er doch bestimmt nicht ernst. Vielleicht war er es selbst. Simon soll das Geld gestohlen haben. Ja. Ach. Er hätte ein Motiv. Hast du ihm irgendwann mal die Tresorkombination verraten? Nein. Sicher? Ganz sicher. Außer Herr Saalfeld, Fiona Marquardt und ich weiß keiner diese Tresorkombination. Außerdem könnte ich mir nicht vorstellen, dass er mein Armband in den Tresor legt, um den Verdacht auf mich zu lenken. Ach, du denkst, das könnte ja die Handschrift deiner werten Kollegin sein, Frau Marquardt. Sie ist eifersüchtig auf mich. Gerade weil ich jetzt auch mit Simon zusammen bin. Und jetzt will sie es dir heimzahlen. Ja. Und das sieht so aus, als wenn sie bekommt, was sie will. Das Geld und ihre Rache. Sag mal, ist er von allen guten Geistern verlassen? Werner verdächtigt Victoria? Ja. Für einen kurzen Moment habe ich das auch für möglich gehalten, aber das ist völliger Quatsch. Du müsste Werner auch einsehen. Victorias Armband lag im Tresor. Er glaubte ihm, dass sie das Geld für mich gestohlen hat, um meine Schulden bei Pachmeier zu begleichen. Ja, Victoria ist doch nicht bescheuert. Hätte ich bloß Werners finanzielle Unterstützung angenommen, aber jetzt hänge ich da mittendrin. Du hast nichts getan. Werner vertraut Victoria nicht mehr. Er wird sein Angebot jetzt wohl kaum wiederholen. Mach dir mal keine Gedanken, das kommt alles wieder in Ordnung. Ja, du wirst ja leicht reden. Du hast doch keine 20.000 Euro Schulden. Das kriege ich wieder hin. Ich verspreche dir. Wohin gehst du? Ich habe da noch einen Termin. Lass es dir schmecken. Danke, ich trinke im Dienst keinen Alkohol. Das sieht ja keiner. Oder hat ihr Überwachungskameras in den Zimmern? Du musst hier nicht jeden Genuss verbieten. Ganz schön viel Aufwand für ein Gespräch über Scheidung. Willst du dich nicht setzen? Danke. Deine Bescheidenheit hat mir schon immer imponiert. Wenn du das hier als kleinen Dankeschön annehmen würdest. Nicht schon wieder, Joshua. Ich möchte keine Geschenke. Ich will dir aber eine Freude machen. Das wird aber nichts an meiner Haltung ändern. Gut, dann sieh dir wenigstens das an. Was ist das? Das Zertifikat für den Diamanten. Können wir nicht endlich über unsere Scheidung reden? Willst du nicht wissen, wie hoch der geschätzt wurde? Ja, dann sag's mir halt, wenn du es unbedingt loswerden musst. 8 Millionen Euro. 8 Millionen Euro? Das haut einen um. Das freut mich für dich. Du bist ein reicher Mann. Ich gratuliere.
und du eine reiche Frau. Nein, Joshua. Wenn du 1000-mal Nein sagst, bleibt es dabei. Wenn der Diamant verkauft ist, werde ich das Geld mit dir teilen. Damit eins klar ist, das ist das erste und letzte Mal, dass wir hier zusammensitzen. Na ja, es soll ja keiner von unserem kleinen Geheimnis wissen. Ja, genau. Ich erwarte Diskretion und möchte nicht ständig mit Ihnen hier gesehen werden. Und ich will nicht, dass mein Sohn durch Sie irgendwelche Probleme bekommt. Oh, Herr Konopka als Mustervater. Das passt irgendwie gar nicht zu Ihnen. Lassen Sie das, mir ernst. Welche Probleme hat denn der arme Simon? Er braucht einen Kredit, um die Schulden bei Pachmeier zu bezahlen. Aber solange Werner Victoria für die Diebin hält, wird er ihm das Geld nicht geben. Oh, sehr bedauerlich. Und wie wollen Sie ihm dabei helfen? Ach, wenn man die wirkliche Täterin finden würde, dann wäre das Problem gelöst. Es gibt da so ein Filmchen. Wir wissen beide, dass Ihnen die Aufzeichnung nichts nützt. Sie würden sich damit nur selbst belasten. Keine Sorge. Mir wird schon was einfallen, um Werner zu beruhigen. Mit diesem lächerlichen Bluff können Sie mich nicht beeindrucken. Hochmut. Kommt vor dem Fall. Ah, da ist er ja. Wenn Sie mich entschuldigen wollen, ich bin gespannt, was Werner zu den Machenschaften seiner Geschäftsführerin sagen wird. Ich will dein Geld nicht. Das Einzige, was ich will, ist die Scheidung. Ich möchte gut machen, was ich dir angetan habe. Warum willst du mir die Chance nicht geben? Lass mich mein Leben leben, bitte. Ich möchte nicht, dass du dich aufregst. Lass uns in Ruhe reden. Glaub ja nicht, dass ich auf deine verständnisvolle Tour reinfalle. Müssen wir immer streiten? Dafür ist das Leben doch viel zu kurz. Ich wollte nur... Legen Sie die Blumen einfach ab. Vera, warte, bitte. Das nächste Mal warten Sie gefälligst, bis ich hereinsage. Es wird nicht wieder vorkommen. Also mit dem Diebstahl, das ist ja wirklich eine üble Sache. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ich wüsste nicht wie. Es wäre nur gut, wenn du es nicht an die große Glocke hängst. Ja, das musst du mir ja nicht sagen. Ich weiß doch, wie solche Vorfälle den Ruf schädigen. Na ja, dann... Einen Moment noch. Ich habe keine Zeit, mit dir zu plaudern. Ich habe zu arbeiten. Nur eine Frage. Was ist mit Simon und Victoria? Verdächtigst du sie immer noch? Es hat sich erledigt. Wir müssen reden. Das dürfte etwas spät sein. Sie haben ja wohl keinen Fehler gemacht, oder? Hören Sie auf zu grinsen. Haben Sie Ihrem Bruder von dem Video erzählt? Das habe ich. Echt? Noch nicht. Okay. Sie haben ihr Ass verspielt. Was macht Sie denn so sicher? Sie trauen sich nicht. Weil Werner Saalfeld sonst herausfinden könnte, dass Sie ihn bestehlen wollten. Nur, ich bin Ihnen leider zuvor gekommen. Freuen Sie sich mal nicht so früh. Herr Konopka, wir spielen nicht in der gleichen Liga. Das stimmt. Denn Sie werden bald Gefängnisluft schnuppern. Oh, jetzt wird's ja spannend. Ich brauche doch Werner das Video nur anonym zuzuspielen. Dann bin ich aus dem Schneider. Und Sie haben ein ernsthaftes Problem. Wie eine Prinzessin. Und wie glücklich du strahlst. Es hat einfach gut getan, wieder zu tanzen. Das sieht man. Schade, dass deine Mutter nicht dabei war. Dafür habe ich heute mit Vera gesprochen. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Hörst du mir überhaupt zu? Samia. Vielleicht gibt es eine Chance für deine Mutter und mich.
Wir drei könnten wieder eine Familie werden. Bitte versteh mich nicht falsch, aber ich fürchte, da machst du dir falsche Hoffnung. Du hast deine Mutter heute nicht erlebt. Sie war nur nett zu dir, weil sie dich nicht verletzen möchte. Aber es gab einen Moment, da war sie in Versuchung. Ich hab's genau gespürt. Wenn dieser dreiste Gärtner nicht hereingeplatzt wäre. Johann? Ja, dieser ungehobelte Bauer, der hinter deiner Mutter her ist. Du kennst ihn nicht. Ich lass absolut nichts auf Johann kommen. Kann ja sein. Aber wenn er nicht gestört hätte, vielleicht wären deine Mutter und ich schon wieder ein Paar. Wenn du meinst. Warum machst du so ein Gesicht? Würde es dich nicht freuen, wenn deine Eltern wieder zusammen wären? Das müsst ihr unter euch ausmachen. Welch Glanz in meiner Hütte. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen, ne? Was feiern wir denn? Wollen Sie mich nicht erst mal reinbitten? Bitte schön, Madame. Darf ich Ihnen ein Glas Rotwein anbieten? Ich habe einen hervorragenden Hallo. Aber gerne. Ich habe über unser Gespräch nachgedacht. Und? Ja, ich verstehe Ihre Sorge um Simon, aber ich lasse mich trotzdem nicht von Ihnen erpressen. So was trauen Sie mir zu? Ich bin viel zu gut erzogen, um eine so schöne Frau zu erpressen. Dann hat sich unser Gespräch ja erledigt. Ja, Moment mal, nicht so schnell. Wieso, was gibt's noch? Ich glaube, ich kenne den Grund, warum Sie gekommen sind. Und der wäre? Sie wollen mit mir Ihren Coup feiern. Man wird ja nicht jeden Tag um 50.000 Euro reicher. Wenn Sie so von mir denken, dann gehe ich, glaube ich, lieber. Ich glaube nicht, dass ich Sie so entkommen lasse. Wie wollen Sie das verhindern? Mit Gewalt? Sie haben ein völlig falsches Bild von mir. Es wird Zeit, dass wir uns endlich näher kennenlernen. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Psst. Psst. Kann ich Ihnen helfen? Jetzt habe ich es abgehängt. Sie werden verfolgt? Ja, von der Dorfstraße bis daher. Von wem? Die Zwick, wenn die mich sieht, die stürzt sich auf mich wie der Bussard auf die Beute. Andere Männer wären froh, so begehrt zu sein. Von dir noch nicht. Ist eine Strafe Gottes, die Frau. Also jetzt übertreiben Sie aber. Gefällt's Ihnen, oder? Ja, ich könnte Sie gerne mal mit denen ausgehen. Ich konnte schon was arrangieren. Nein, so war das nicht gemeint. Ja, ich reversiere mich auch. Theatermarx, Oper, Vernissage, Museum. Das nützt doch nichts. Sie hatten mal einen Narren an Ihnen gefressen. Ja, die bringt mich noch ins Grab, das soll ja da. Was hat doch auch Vorteile, mit der Landrätin befreundet zu sein. Okay, bei der Wohltätigkeitsveranstaltung. Wissen Sie, was da gemacht hat? Ne? Gefusselt hat's. Das ist allerdings äußerst bedenklich. Jetzt wenigstens Ihre kleine Stellvertretung gewesen mit die Sirse, wissen Sie schon. Wissen die heute? Hat die heute frei oder was? Ich kann ja gerne etwas ausrichten. Ja, wurscht. Was haben wir eingenommen? Die Gäste waren sehr spendabel. Mit den Eintrittsgeldern ist etwas mehr als 50.000 Euro zustande gekommen. Ja, damit. Das sind ja lauter neue Scheine. Ja, ich hab's Geld umtauschen lassen, sieht aber besser aus. Okay, Geld muss nicht schießen, ihr habt's auf die Kasse stehen. Es ist alles korrekt aufgelistet.
Die ist schon der zweite dicke Batzen, den ich heute krieg. Ach, ja. Hat sich noch ein Wohltäter gemeldet? Ja, privat. Ich hab das Geld von dem Unfall mit dem Knopka-Simon gekriegt. Von wem? Was? Das ganze Geld ist weg? Das wusste ich ja gar nicht. Sie, Herr Seifert, denkt es an die große Glocke? Oh, ich hätte Ihnen, glaube ich, gar nichts davon erzählen dürfen. Wieso verdächtigt er gerade Sie? Bitte lassen Sie die Schultern ganz locker. Sie müssen sich entspannen. Lass Sie am gut reden. Wegen meines Armbandes und weil ich neben ihm und Frau Marquardt die Einzige bin, die die Kombination des Tresors kennt. Kein Wunder, dass Sie so verspannt sind. Ah, ja. Es ist ein furchtbares Gefühl, wenn einem niemand glaubt. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe noch kein Auge zugetan. Irgendjemand will mir da was anhängen. Ja, aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass Sie sich so etwas zu Schulden kommen lassen würden. Sie müssen jetzt unbedingt positiv denken. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Ja, das ist leicht gesagt. Sie kennen doch Herrn Saalfeld. Er neigt dazu, des Öfteren mal impulsiv zu sein. Mhm. Vielleicht beruhigt er sich ja wieder. Hoffen wir es. An sich hat er einen guten Kern. Ich muss dich enttäuschen, da ist das Handy nicht. Ich hab mir schon sowas gedacht, dass du deswegen gekommen bist. Aber manchmal muss man halt ein paar Umwege gehen, um ans Ziel zu kommen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dich so plump austricksen will, hm? Also hast du gerade aus reiner Liebe mit mir geschlafen? Ich mach dir ein Angebot. Da bin ich ja gespannt. Du bekommst die Hälfte des Geldes und gibst mir dafür die Videoaufzeichnung von gestern Abend. Einverstanden? Warum nicht gleich so? Ja, ich hab dich überall gesucht. Johann, wolltest du nicht nach Hause gehen? Ich wollte lieber mit dir zusammen nach Hause gehen. Das ist lieb von dir, aber hast du keinen Hunger? Mir ist der Appetit vergangen, seitdem dieser Häuptling hier durchs Hotel schleicht. Joshua lässt einfach nicht locker. Der soll bloß die Finger von dir lassen, sonst kriegt das mit mir zu tun. Ach, Johann. Machst du mich jetzt aus? Im Gegenteil, ich bin stolz auf dich. Wirklich? Wie du dich so zusammennimmst und das alles für Samir und mich. Ja, das fällt mir auch nicht leicht. Du bist der liebste und der beste Mann der Welt. Ich liebe dich. André, warte mal. Ich kann mit dir zu reden. Was gibt's denn? Ich hatte gerade Besuch. Der Bürgermeister war bei mir. Das Gespräch war wohl nicht sehr angenehm, was? Da täuschst du dich. Pachmeier hatte interessante Neuigkeiten für mich. Hast du ihm von dem Diebstahl erzählt? Wir hatten ein anderes Thema. Ja, was denn?
Der Schaden an Pachmeyers Auto wurde heute bezahlt. Also hast du Simon den Kredit gegeben? Nein, das habe ich nicht. Das Geld kam per Post. 20.000 Euro in bar. Mit der Bitte um Vertraulichkeit. Ja, von wem? Na komm, tu da nicht so, als ob du das nicht wüsstest. Du hast das Geld doch selbst abgeschickt. Ich? Woher soll ich denn 20.000 Euro nehmen? Aus meinem Tresor. Du hast das Geld gestohlen, um Simon zu helfen. Komm, gib's zu. Du bist der Dieb. Es tut mir wirklich leid, dass wir Sie verdächtigt haben. Mir aber auch. Ich hoffe, Sie können uns das noch mal verzeihen. Verzeihen. Dieser Raum ist ganz allein für mich. Damit ich hier tanzen kann. Ja, die Musikanlage ist schon da. Muss nur noch ausgepackt werden. Ich war es auch nicht. Patarasch, wir sind ab sofort vom Dienst suspendiert. Weitere Maßnahmen behalte ich mir vor. Irgendwann hättest du es sowieso rausgefunden. Nach deutschem Gesetz bin ich die Tochter von Johann Gruber.